Jawohl, herzlich willkommen zurück in Kernstadt bei der nächsten Aufnahme. Welche ist ja auch egal. Vergesse ich sowieso mal zu. Bei der Gerstenernte. Ich habe zwei Abfahrhelfer vom Cosplay, die ich eingefahren habe, die das Getreide vom metrischen Abbunker wegfahren. Und ja. Ein Helfer habe ich. Apropos, wie sieht denn nach dem Helfer? Muss ich mal gucken, ob er noch am Drillen ist. Ob die Drille schon leer ist. Ja, der Drill fällt Nummer 29. Ich glaube, der Drill. Raps. Ja, Rapsdrille. Und danach kann er, wenn er fertig ist, zu Ruler 24. Und da darf er dann noch Gerste drillen. Ja, Gerste. Gerste. Nee, Weizen. Weizen darf er drillen. Weizenfeld habe ich noch keins gehabt. Da ist er ja wieder. Da ist drauf. Der Hund macht doch schon wieder Krawall. Hier nehmen die Katzen. Oder sind da die bösen Kinder? So, da oben sind wir gleich am Ende, dann machen wir nochmal einmal quer die Vorgewände rüber. Und dann geht nachher nur noch auf und ab, auf und ab. Ja, ich würde gerne den Helfer fahren lassen, aber der führt ja auf und ab, so dass denn der Abfahrer immer ständig im Getreidefeld rumdüst. Es reicht schon, dass er im Getreide rumfährt, wenn er abfährt und dran kommt zum Abtanken. Dann muss er nicht auch noch da durchdüsen, während der Helfer drischt. Ne? Oder gut sein, die Leute zu sehen knapp. Was ist ja, ich würde euch gerne die NFL-Ergebnisse sagen, wer den Super Bowl gewonnen hat. Aber während ich diese Aufnahme mache, ist der Super Bowl noch nicht gelaufen.
wenn die Folge rauskommt, wenn das Pulver schon war. Kann ich euch dann nicht sagen, weil ich kein Hellseher bin. Ich freue mich schon drauf. Uff, das ist überboten. Naja, wenn ich die Folge rausbringe, dann werde ich die NFL-Ergebnisse dazu schauen, wer gewonnen hat. Falls es jemanden interessiert. Ich gucke kein Fußball, das ist für mich ja, 20 Deppen auf dem Ball hinterher. Aber Football oder Handball gucke ich auch ganz gerne. Bin auch stolz auf unsere Handball-Nationalmannschaft, dass sie die EM gewonnen haben. Ja. Ja, wo bleibt jetzt der Abfahrer? Achso, ich wollte. Siehst du, hätte mir fast gedacht, dass er leer ist. Ach naja, egal. Ich will mir ja den W50 kaufen, den ich noch habe. Der Treibstoff und Getreideladen. Hier ist übrigens die Oil Company und der Bahnhof. Hier kriege ich Kalk und Phosphat. Ah, ich hätte gleich einen Kurs einfach können. Ach, ich. Machen wir das mal. Dann kann ich das nächste Mal, wenn der. Yes. Alleine zum Hof haben wir schon, vom Hof wird er drüben. Oh! Immer hier starten.
Nebenacker. Ja, wir müssen ja hier nicht mit 50 über den Hof laufen. Wie man hört, ist das Luftschiff über uns. Keine Zeitangabe eingeben beim Parken hier, zum Beispiel nachher. Schön auf Null lassen. Da bleibt er nicht stehen, den kann man betanken. Dann wird das hier unten angezeigt, dass der dann steht und wartet am Haltepunkt. Kann man hin, reinspringen, auffüllen, gemütlich, und gibt ihm dann den Befehl zum Weiterfahren. Anders lösen. Wenn man die Kursplay-Videos anguckt, dann wird das gezeigt, wie man das richtig macht. Ja, aber ich mache das so. Jeder hat das anders. Jeder macht das anders. Ist eben so. Ich werde ruhig auf tanken. Haltepunkt setzen zum Auftanken. Würde er auch alleine machen. Aber ich mache lieber so. Obwohl ich mache ja. Ich fahre ja kein. Na, wie nennt sich das? Kurs ein beim Drillen. Jeder macht es so, wie er möchte, und na, ich mache es halt so. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Aufnahme den Puma noch rechtzeitig aufs Feld 21 geschafft kriege. Wir wollen uns sicherlich im nächsten Part ansehen, wie ich ihn wieder einsetze zum Drillen. Ich sollte doch wieder erkennen, gerade ruhig. Ich nur im Moment auf dem Couch spielen. Bin zu faul, mich hinzusetzen am Schreibtisch. Deswegen spiele ich mit Joystick. Warum eiere ich auch so? Aber mit Tastatur wird noch schlimmer. Sie geht noch halbwegs. So, das war's für diese Woche schon wieder, für diesen Moment mit der Aufnahme.
Wenn ihr mögt, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Wenn nicht, dann ist es halt so. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Tschüss.